Wir müssen jetzt die Arena machen, deswegen gehen wir da auch mal rein. Die Arena, schmiedet euch schnell ein Deck aus zufälligen Karten. Ah, ihr seid neu hier. Eure erste Runde in der Arena geht auf mich, okay? Ja, der Gast wird das echt ein netter Kerl. Hier ist übrigens voll die Linie, die mich ein bisschen stört. Hier ist er nämlich nicht. Das ist halt so ein Rahmen, soll das, glaube ich, darstellen, der aber ziemlich merkwürdig aussieht. Was hier wie so ein Grafikfehler, hier so total die unpassende Struktur. Ja, die Arena. Der Zugang zur Arena kostet normalerweise etwas, aber da das euer erstes Mal ist, geht es doch raus. Normalerweise müsste man entweder 2,50, nee, 1,50 für die Arena, 1,49 oder 150 Gold bezahlen. Also ein Gold ist quasi ein Cent. So, wen nehmen wir? Also ich würde sagen, meine größten Erfolgschancen habe ich mit dem Magier, deswegen nehme ich Jaina. Und jetzt muss ich mir von den Karten welche aussuchen, bis ich 30 habe. Also ich kriege immer 3 vorgeschlagen. Ich bin nicht so der Deckbilder, aber in der Arena geht es eigentlich. Zerstäuben ist hier von meiner Meinung nach die beste, weil es ein Geheimnis. Wenn ein Diener euren Helden angreift, wird er vernichtet. Nur beim Helden, wenn ein Diener einen Diener angreift, leider nicht. Aber man sollte jetzt zum Beispiel der Magier zum Beispiel hat auch extrem gute Synergien mit Geheimnissen, aber man sollte jetzt wirklich nicht nur auf Geheimnis gehen, weil man nicht weiß, was man zusammenkriegt. Aber wenn man jetzt schon irgendwie 15 Karten hat und viele Geheimnisse und kriegt dann eine gute Geheimnissynergie, kann man sie natürlich nehmen. So. Da der schon mit ihrer Heldenfähigkeit ausgelöst werden kann und der dann gleich zweimal mit 4-4, also mit 4 Angriff, zweimal 4 Schaden machen kann, nehme ich natürlich ihn. Verwandlung brauche ich unbedingt und Flammenstoß leider auch. Verwandlung, um was Starkes loswerden, Flammenstoß. Könnte eigentlich mehrere Starke sogar loswerden, deswegen nehme ich lieber mal den Flammenstoß. Ich bin nicht so ein Freund von Kartenzieheffekten für den Gegner. Hier kann ich was vom Gegner übernehmen. Heilen kann ich nicht, deswegen ist der sinnlos. Ich nehme mal doch lieber ihn. Ungerne. Malok, der ist zu riskant. Kaiser, Kobra ist gut, aber hier für Zauber. Violette Ausbilderin. Feuerball ist fast schon Pflicht. Raptor, damit ich einen guten Start habe. Auch für den guten Start. Man sollte auf jeden Fall seine Mana-Kurve im Auge haben, also man sollte so einen leichten Berg haben zur Mitte hin und hinten sollte es dann wieder runtergehen. Also es sollte auf jeden Fall, auf keinen Fall steigen, aber auch nicht sinken. Wobei sinken geht noch. Weil irgendwann hat man dann zu viele schwache Karten und dann spielt man in einer Runde 4 schwache Karten aus, die der Gegner mit einmal wegrotzt in Runde 10. Geheimnissynergie gefällt mir, weil die anderen beiden mir dafür nicht so gefallen. Frosteffekte mag ich, aber lieber im selbstgebauten Deck. Raptor haben wir schon, deswegen nehme ich meinen Ghoul. Erhält jedes Mal plus einen Angriff, wenn ein Diener stirbt. Echt eine gute Karte. Duplizieren mag ich zwar auch, aber Spiegelbild ist mir da viel lieber, weil für einen Mana muss der Gegner erstmal 2 schwache Spot loswerden. Nehmen wir auch gerne noch ein zweites Mal. Verwandlung nehmen wir unbedingt. Zauberlehrling, Zauberkosten nehmen wir unbedingt. Verwandlung nehme ich nochmal. Jetzt haben wir aber schon 3, ne? Ne, 2. Deswegen war gut, dass ich Flammenstoß habe. Der instabile Ghoul könnte mir zu sehr selber schaden, deswegen nehme ich nochmal einen Goblin-Leibwächter. Hier nehmen wir lieber nochmal ein Spiegelbild. Das Ei ist beim Magier gar nicht mal so schlecht, finde ich. Deswegen nehme ich das. Blizzard friert den Gegner ein und fügt 1-2 Schaden zu. Panischer Kodo vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Auch super. Astraler Arkanist erhält +2/+2, wenn ihr am Ende eures Zuges noch über ein aktives Geheimnis verfügt. Würde ich sagen, den Kodo lassen wir mal raus. Einen von den beiden. Ich habe noch keine 6, deswegen nehme ich mal den Blizzard. Spiegelbild haben wir schon 3, deswegen nehme ich Verwandlung. Spiegelgestalt. Ja, nehmen wir. Flammenstoß im Wind. Arkane-Geschoss ist auch eine Pflichtkarte, finde ich. Hier werde ich nochmal eine 2er nehmen. Ne, wir haben schon 3 Aois. Jetzt nehme ich mal einen Kernhund. Eine starke Karte. Unbedingt bei den ganzen Zaubern, die wir haben. Noch ein Zauber ist immer gut.
stille Effekt nur zur Sicherheit. Gegenzauber ist nicht so meine Karte, der Magier aber. Fordert nun andere Spieler in der Arena heraus, um zu sehen, wie gut euer Deck wirklich ist. Das waren schon 30 Karten. Wir hatten leider kein Glück, dass diesmal eine Legendäre dabei ist. Das ist irgendwie voll der Bug hier, glaube ich. Ich glaube echt. Ich gehe mal nochmal raus. Und ich könnte jetzt einmal spielen. Ja, jetzt ist er weg. Ich könnte jetzt einmal spielen und danach das Spiel ausmachen, könnte morgen weiterspielen. So, ihr seht, das Ding, um die Arena zu betreten, ist der Eingangs, die Eintrittskarte ist ein Schlüssel, so ein Holzschlüssel, wie ihr hier seht. Mit so einem Kupferemblem. 0 Siege. Das Spiel endet nach 9 Siegen oder 3 Niederlagen. Nach jedem Sieg wird der Schlüssel etwas besser und die Belohnung in der Schatztruhe, die man mit diesem Schlüssel aufschließt, auch besser. Also quasi der Kupferholzschlüssel schließt nur eine Kupferholztruhe auf. Da ist nur eine Scheißbelohnung drin. Da kriegt man eine Belohnung und sein Boosterpack. Also man kriegt immer ein Boosterpack und eine Belohnung, die vom Schlüssel abhängig ist. Also das sind mehrere Geschenke. In einem ist immer das Booster drin, genauso wie beim Booster immer mindestens eine blaue oder bessere Karte drin ist. Und nach 9 Siegen und 0 Niederlagen kriegt man, ich weiß nicht ob immer, aber manchmal sogar 2 Boosterpacks. Und wenn man 6-mal gewinnt, ich könnte sogar aufgeben, was ist das denn? Was wollte ich gerade sagen? Hä? Egal, also man kann maximal 9 Siege und 3 Niederlagen haben. Man kann sogar, ich könnte jetzt 2-mal verlieren und danach 9-mal gewinnen, habe trotzdem meine 9 Siege. Nach 9 Siege hat man den oberkrassen dreifachen Diamantschlüssel. Der ist super selten, super wertvoll. Und man kriegt halt je nachdem, wie viele Siege man hat, mehr Belohnung oder höhere Belohnung, größere Belohnung, bessere Belohnung. Diese Belohnung können sein Gold, einzelne wertvolle Karten, Booster Packs, meistens 1, selten 2. Oder Arcana Staub, um sich neue Sachen bauen zu können. Davon auch immer eine ganze Menge, also so 50 bis 100 Staub sind gerne mal dabei. Genauso wie 20 Gold, 50 Gold, 100 Gold, 4 Gold. Hier ist nur immer das Problem, in der Arena kriegt man manchmal ungerade Goldzahlen. Und da hat man 5 Gold, mit dem man nichts machen kann. Finde ich ein bisschen blöd, aber ist wahrscheinlich beabsichtigt, damit man mehr Arena spielt. Weil wenn man 95 Gold hat, kriegt man nicht so einfach nochmal 5 Goldzahlen. Man müsste nochmal eine Arena spielen, um diese 5 wieder glatt zu machen. Oder man muss halt 3-mal gewinnen, um 10 Gold zu kriegen. Ist leider nicht so einfach. Ach ja, was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Bei 6 Siegen hat man seinen Eintrittspreis wieder raus und bei 2 oder 3 Siegen hat man schon 50 Gold, damit hat man seinen Eintrittspreis wettgemacht, also man hat seinen Booster für 100 Gold gekriegt und die 50 Gold, die Arena gekostet hat. Also für alle, die wirklich keinen Sieg schaffen, ist es besser, oder nur einen Sieg schaffen, sagen wir mal, ist es besser, sich Booster-Packs zu kaufen. Alle, die 2 oder mehr Siege schaffen, ist es schlau, die Arena zu machen. Es dauert halt nur ein bisschen. Und für alle, die mehr als 6 oder immer so im Durchschnitt 5 bis 6 Siege, sagen wir mal, schaffen, sollten auf jeden Fall immer die Arena machen, weil da habt ihr immer richtig gut Gold und ihr könnt quasi unendlich hintereinander Arena machen. Bei 5 Siegen müsst ihr halt noch eure Quests mit hinzufügen. Ab 6 Siegen könnt ihr Arena hinter Arena spielen. Irgendwann habt ihr dann viel zu viel Gold, als dass ihr das mit Arenen ausmergeln könntet. Aber irgendwann hat man ja auch mal Pech und kriegt ein Scheißdeck. Aber genug gelabert, jetzt geht's los. Gegner wird gesucht. Euer Arena-Deck verfällt, sobald ihr 3 Spiele verloren habt. Ja, dann ist das Deck weg, Arena-Runde vorbei und man muss sich 9 Schlüssel kaufen und von vorne anfangen. Dann kriegt man wieder 3 zufällige Klassen, eine sucht man sich aus und dann immer 3 zufällige Karten, bis man 30 im Deck hat. Und diese Runde ist ja umsonst gesponsert. Ja, der erste Gegner ist gleich ein Magier. Mirror Match. Und gegen Magier behält man natürlich die 1er und die 2er Karte. Die 7er kann natürlich weg. Spiegelbild, sehr gut. Kommt damit seinem Feuerschlag nicht durch. Flusskrokilisk. Überlebt eine Weile, macht ein bisschen Schaden. Blizzard ist auch gut für später, falls er ein Spiegelbild hat in Runde 6. Ja, was auch immer. Jolle Puff. Interessanter Name. Ich hoffe, ich schaffe das in einer halben Stunde. Wenn ich jetzt 9-mal gewinne, wird das wohl nichts. Es ist nicht so, dass ich vermuten würde, dass das passiert. Hallo. Aber beim letzten Mal habe ich es auch nicht vermutet und dann ist es passiert. Oh, Mana Worm, ganz wichtig. Dieses Mal plus ein Angriff, wenn ihr einen Zauber wirkt. Das Spiegelbild
werde ich natürlich dann danach machen, weil da hat er 2-3. Nächste Runde kann er auch angreifen. Dann ist mir auch der Feuerschlag nicht so wichtig, aber vielleicht der Fluss Krokilisk. Und sogar die Münze. Also wenn man ihn spielt und dann die Münze und dann Spiegelbild, hat der schon 3 Angriff. 3-3. Machen wir auf jeden Fall. Der hat dann 3-3. Die Münze ist weg und man hat 2 Sachen auf dem Feld. Also man hat echt gut was gemacht, wenn man ein Spiegelbild und den und die Münze auf der Hand hat. Weil die Münze gilt auch als Zauber. Nicht als gar nichts und auch nicht als Diener logischerweise. Nächste Runde dann den vielleicht. Ich glaube, der muss weg. So. Weil mir der Schaden auf seinen Helden nicht so wichtig ist, schwäche ich ihn lieber erstmal, vorsichtshalber. Einfach mal abwarten, was passiert. So, mal gucken, was er spielt. Das ist erstmal wichtiger. Frostblitz, ja, damit ist mein Mana Worm leider schon weg. Dadurch hat er sich aber leider auch selber getötet. Weil der macht immer einen Schaden für jeden Zauber. Wenn man wirklich so ein richtig krasses Zauberdeck als Magier spielt, ist die Karte echt gut, weil man sich selber damit eigentlich nur ihn kaputt machen kann. Vielleicht spielt er dieses Deck sogar aktuell gerade und ich weiß es mir noch nicht. Wenn man aber viele Diener im Deck hat und noch ein paar Zauber und den wilden Pyromant, dann schadet man sich damit einfach zu viel. Beim Krieger ist der gut, weil selbst die Kriegerfähigkeiten sind ja Zauber. Und dadurch wird er auch ausgelöst und der Krieger hat ja viele Synergien, die seinem eigenen Schaden gutheißen, nennt man das so. Den mal weg. Weil ich habe ja noch eine Verwandlung für Notfälle. Ich habe einen Blizzard, habe einen Flammenstoß. Das ist gar kein schlechtes Deck, muss ich echt sagen. Also ich sehe schon, die Arena-Runde wird heute nichts. Vielleicht setze ich sie gleich morgen fort, wenn die wenn die Server wieder online sind. Vielleicht auch erst in der nächsten Session, mal gucken. Ja, da hätte jede andere Karte vorgeschlagen werden können, ich hätte jede andere Karte genommen. Die Schmiedin bringt dir da echt nichts, Kollege. Ich hätte vielleicht... Nee. So kann er sich selber noch aussuchen, wo er mit dem Schaf angreift. So hätte ich das Schaf getötet, wahrscheinlich mit dem Krokilisken, und hätte ich ihm die Entscheidung abgenommen, den Feuerschlag auf den Krokilisken zu machen. Ja, das Nerubische Ei, da kann ich mir auch noch Zeit lassen. Weil ich habe keine krassen Selbstschadenseffekte. Ich müsste es 2 Runden hintereinander mit meinem Feuerschlag schwächen. Oder hoffen, dass er es irgendwie angreift. Das ist nicht so einfach. So macht das jetzt selber, was ich vorausgeahnt habe. Aber ich habe ihm dadurch 2 Schaden mehr zugefügt. Da er nichts Tolles auf dem Feld hat, mache ich munter weiter Schaden. Wenn sein Feld schnell voll wird, Flammenstoß, dann hat er nur noch 2 Leben. Was beim Wasserelementar gar keinen Sinn macht irgendwie. Wobei, Feuer müsste eigentlich auch effektiv gegen Wasser sein, weil umso mehr Feuer auf Wasser trifft, desto mehr Wasser verdunstet und ist weg. Das heißt, das Wasserelementar müsste, wenn ich ihm 5 Feuerbälle draufballer, okay, für einer würde ja reichen. Also ein Feuerball vom Magier stark genug, dass ein ganzes Wasserelementar verdampft. Gebt mir eine sozusagen. Unser Wasserelementar ist etwa so groß wie der Magier selber. Also groß wie normaler WoW-Charakter. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen. Gut gespielt. Das ist schön. Oder lohnt sich ärgern. Gut gespielt. Er kommt ja eh nicht durch. Nächste Runde habe ich ja noch meinen Blizzard. Seht ihr, ich habe alles perfekt gezogen. Ich habe so perfekt gezogen, wie ich nur hätte ziehen können, sogar beim Deck zusammenstellen, weil meine 3 Spiegelbilder, die ich jetzt gespielt habe, also insgesamt 6 Spiegelbilder, haben mir echt gut geholfen. Einzig was. Leider habe ich jetzt nichts Offensives gerade. Mein Ei irgendwie
vernünftig loswerden kann ich echt nur durch mich selber, glaube ich. Ich habe wirklich gar keinen Effekt, der mir irgendwie selber Schaden zufügt oder das Ei verstärkt. Fällt mir ein bisschen spät auf, ich weiß. Gut gespielt. Gut gespielt. Bin gespannt, was er macht. Also ich würde jetzt... Ich weiß nicht, was ich in seiner Situation wirklich machen würde. Aber er hat nur noch 4 Runden Zeit. Ja, ich glaube, das hätte ich auch gemacht. Ja, exakt so. Jetzt bräuchte ich irgendwas, um das Ei zu stärken und das gegen den Ghoul in den Kampf zu schicken. Ich hab den selber. Jetzt hat er im schlimmen Fall 2. Das war's. Am besten verlebt er nur noch 3 Runden. Im schlimmsten Fall, wenn er Eisblock hat, 4. Aber das traue ich der Arena nicht zu. Ich muss aufpassen. Ich muss noch einen Flammenstoß kriegen, das ist sehr, sehr wichtig gerade. Und ich überlebe das keine 3 Runden mehr. Jetzt, diese Runde muss was passieren. Ich frage mich, ob... Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Na los. Das ist sehr, sehr schön. Geht hinter mir in Deckung. Ah, fuck, jetzt habe ich die ja noch stärker gemacht. Scheiße, und er kriegt 2 von denen. Das heißt, er hat noch mehr Diener. Das war dumm. Ah gut, so hätte er sie gegen ihn geopfert. Dadurch wird er leider noch stärker. Wir haben viele Geheimnisse. Ich brauche eigentlich nur meinen Feuerball. Aber ich habe auch nur einen im Deck. Und da ist er. Es tut mir leid. Da habe ich echt Glück gehabt. Das war wieder 100% Glück. Den Tank und den Feuerball. Seht mal, der Magier ist schon Level 17. Mit jedem weiteren Sieg wird euer Belohnungsschlüssel aufgewertet. Jetzt ist es schon ein Bronzeschlüssel, glaube ich zumindest. Oder ein verzierter Kupferschlüssel. Ich glaube, der ist Bronze, weil der nächste müsste der Silberschlüssel schon sein. Also Kupfer, Silber, Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Platin, nochmal Platin, Diamant, Diamant, Diamant müsste es sein.